Herzlich willkommen wieder zurück zu Folge Nummer 4 mit einem wunderschönen Spiel, Ayugen Chronicles Rising oder so. Gott, das ist schwierig, der Name. Echt übel, ne? Aber hey, herzlich willkommen wieder zurück. Mein Name ist Christian Asia 3000. Ich begrüße euch natürlich und in der letzten Folge haben wir die Schenke und das Gasthaus aufgebaut. Und dann haben wir unsere Erkundungslizenz erhalten und somit können wir jetzt in den Steinbruch gehen, um Ressourcen zu sammeln. Bevor wir aber das mit starten, begrüße ich euch ja erstmal auch hier herzlich. Hallo, mein Name ist Christian Asia 3000 und wenn es euch gefällt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mord. Und somit gehen wir jetzt erstmal ans schwarze Brett und schauen, was da für Aufträge existieren. So, sammeln einige seltene Nüsse, haben wir schon. Aber wir haben nur 4 von 5, okay. Also müssen wir noch mehr sammeln, noch einmal. Gut, Stadtrand, okay. Okay, da kann man nur gucken und checken. Ja, jetzt komm, lass uns erstmal so zum Stadtrand gehen. Da ist der Steinbruch, aha. Das sind die Nüsse wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal kurz zurück und holen uns mal ein paar Nüsse. Brauchen, glaube ich, im Endeffekt nur noch einmal. Schnell reisen. Waldhöhle. Ah, nee. So. Und zurück. Genau. Und Nüsse erhalten. Und das war's. Schnell reisen. So, einmal Nüsse erhalten, die wir brauchen. Zum Stadtrand und können wir kleine Quests abschließen. So schnell geht es. Du bist diese CJ, oder? Von der ich schon so viel gehört habe. Ja, das bin ich, ganz genau. Mein Name ist Manan. Ich hätte Arbeit für dich, wenn es dir gerade passt. Mir passt es immer. Solange ein Stempel im Spiel ist, versteht sich. Zu dieser Jahreszeit fallen im Wald diese vortrefflichen Nüsse von den Bäumen, die ganz genau meinem Geschmack entsprechen. Wie du sehen kannst, wurde mir jedoch leider der Wachdienst zugeteilt und ich kann meinen Posten nicht verlassen. Du würdest doch nicht in den Wald gehen und mir ein paar dieser Nüsse besorgen, oder etwa doch? Nüsse, ganz leicht, überlass das ruhig mir. Und abgeschlossen. Hier bitte, einige Nüsse, genau wie bestellt. Ah, perfekt, genau die hatte ich gemeint. Du hattest nicht übertrieben damit. Wie selten diese Nüsse sind, war gar nicht so einfach, sie zu finden. Ja. Das glaube ich dir aufs Wort. Vielen Dank nochmal, CJ. Vergiss nicht deine Stempel. Bam. Okay. Stempel erhalten. 500 Erfahrung. Level Aufstieg. So. Erfolgreich freigeschaltet. Der Weg. Okay, der Weg der Besserung. Okay. Gut. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz schlafen. Wegen Energie. Halt. Achso, halt. Nicht innere Wohnviertel, sondern nur Wohnviertel. Tag beenden. Noch einmal aufs Neue. Speichern. So. Und somit Stadtrand. Und ab in den Steinbruch. Ein höhenartiges Gebiet mit unzähligen Erzen, die nur darauf warten, abgebaut zu werden. Erdmonster jagen in den Tunneln, die sich weit unterhalb der Stadt erstrecken und zu den kürzlichen entdeckten Ruinenhügel in die Tiefe führen. Wegweiser freigeschaltet. Nice. So. Halt, stopp. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich schätze, du bist eine Abenteurerin, die hier ist, um reich zu werden. Gut geraten. Ich bin CJ.
Freut mich, dich kennenzulernen. Deine Lizenz? Hier ist sie. Sieht ordnungsgemäß aus. Gib mir einen Moment, um aufzumachen. Du bist ziemlich weit. Du musst ziemlich weit rein, um die Hügel zu erreichen. Das große Beben hat die ganze Schöne des Chaos angerichtet. Überall stürzen die Tunnel ein. Pass auf, wo du hintrittst, hörst du? Alles klar. Eine Erkundungslizenz ist nötig, um Zugang zum Steinbruch zu bekommen. Wenn du drin bist, brauchst du nur noch eine Spitzhacke, um die Ressourcen und Erz abzubauen. Ich habe keine Spitzhacke. Aber Questtag ist doch reingehen. Okay. So. Ohne Kiste. Heiltrank erhalten. Nice. Level 50, ne? Au. Ui. Okay. Erfolg freigeschaltet. Hoffnungsvoller Jäger. Und Trophäe. Wuhu. So. Okay. Au. Aber das ist ja schon ein bisschen härter jetzt, ne? Jetzt steigt der Schwierigkeitsgrad hier mal ordentlich an, merke ich gerade. Boi. So. Ogerhorn, okay. Na, da komme ich nicht weiter. Wenn ich keine Spitzhacke habe, komme ich nicht weit. Ab nach unten. Oh, was ist das? Okay, da komme ich auch nicht. Da ist Gift. Und was habt ihr bekommen? Ah, Geld! Okay. Dann bin ich auf jeden Fall richtig, ne? Quest beginnt. Oh, ein Erdbeben. Oh my gosh. Was kommt jetzt runter? Ein Stein. Wow! Noch mehr Nachbeben. Uff, das war knapp. Versperrt. Hm, vielleicht kann ich es. Vielleicht kann ich herumgehen. Fehlanzeige. Das ist hoch und rüber wohl auch. Da, was? Dann ist hoch und rüber wohl die einzigste Weg. Ja. Das hat nicht gut. Hat sich nicht gut angehört. Was zum. Meine Hacke ist beschädigt. Oh my God. So werde ich überhaupt keine Schätze finden, das ist sicher. Ich gehe besser zurück in die Stadt, um eine Spitzhacke zu bekommen. Aber okay. Das war ein heftiges Nachbeben, nicht? Ist bei dir alles in Ordnung? Natürlich ist das nicht. Diese massive Felsbrock fiel von oben runter und versperrt den Weg. Ich habe sogar diese Klinge abgebrochen, als ich versucht habe, darüber zu steigen. Versperrt? Das geht nicht. Die Leute müssen da rein und rauskommen, um zu arbeiten. Ich gehe und sage es den amtierten Bürgermeisterin. Du übernimmst hier die Verantwortung, ja? Oh, was für ein Chaos. Schwerer Start, wie? Wenn du einen Schmied suchst, es gibt da einen guten in der Fremdlandegasse. Ein Schmied? Wirklich? Das ist perfekt. Natürlich hat er doch keinen eigenen Laden eröffnet. Warum dann überhaupt? Uff, vergiss es. Ich muss das schnell reparieren lassen.
Okay. So. Salz haben wir bekommen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Alles klar. So, dann würde ich sagen, ab zur Gasse. Na, wer da, wenn das nicht CJ ist. Wie geht es dir, Mädchen? Tut mir leid, Hogan. Keine Zeit zum Plaudern. Oh, ist irgendwas? Ich habe meine Hacke im Steinbruch beschädigt und muss deswegen jetzt den Schmied finden. Sieh an, was für ein Timing. Hä? Soll das jetzt lustig sein? Wow. Was soll die miese Laune, hä? Das Timing könnte wirklich nicht besser sein. Komm mit mir und du wirst sehen. Hörst du mir überhaupt zu? Ich habe dich schon verstanden. Komm schon, vertrau mir. Du wirst es mir danken. Ich gehe schon mal vor, aber lass mich nicht warten, hörst du? Was? Und weg ist er. Yo. Aha. Weizen. Okay, da kommt noch einiges. Materialtechnisch. So. In Ordnung, hier bin ich. Wie gewünscht. Worum ging es nun also? Darf ich vorstellen, der einzigste wahre Schmied der Stadt, Tatara. Das ist die Schmiede? Das ist sie, sobald sie fertig ist. Hogan hat mir erzählt, dass du bei dem Gasthaus in der Schenke mitgeholfen hast. Ich könnte dich nicht zufällig auch an einen kleinen Gefallen bitten. Ich kann die Laden nicht öffnen, bevor der Ofen nicht läuft. Kein Problem. Wie es der Zufall will, brauche ich jemanden, der meine Ausrüstung repariert. Also, was brauchst du? Etwas Eisenerz. Wenn es keine Umstände macht, du kannst welches im Steinbruch zwischen den Schutt finden. Verstanden, ich bringe dir so viel, wie ich tragen kann. Ja, scheint, als wäre meine Holzspitzhacke nicht stark genug, um den Steinen im Steinbruch darüber zu klettern. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe noch eine alte Spitzhacke, die ich mal benutzt habe. Sie ist nicht mehr das, was sie mal war, aber sie sollte immer noch ausreichend sein, um ein paar Erzklumpen abzubauen. Na endlich! Juhu, danke! Genau das habe ich gebraucht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Du wirst was Besseres brauchen, um das richtig gute Zeug zu bekommen. Hier sind viele Leute, die die Geschäfte in der Gegend eröffnen wollen. Ich glaube, ich habe genau so jemanden vor kurzem auf dem Platz gesehen. Ich könnte wetten, dass jemand vorhat, Spitzhacken zu verkaufen. Hilf ihnen dabei, Fuß zu fassen und ich werde dir sicherlich geben, was du brauchst. Alles klar, danke für den Hinweis. Spitzhacke Stufe 1 erhalten. Nice. Mit diesem Gegenstand kannst du die Felsen aufbrechen und die Ressourcen darin abzubauen. Wenn du deine Spitzhacke ausrüstest, steht dir mehr Ressourcen zum Abbau zur Verfügung. Nice. So, jetzt checken wir mal, ob es hinten noch was gibt. Das ist das Gasthaus. Der Pense. Da geht es echt nicht weiter. Muss man ganz kurz gucken. Da geht es auf jeden Fall noch weiter, ne? So. Dann gehen wir zum Platz zurück. Machen wir einfach mal schnell Reise. So. Aha. Gibt es anscheinend nichts mehr? Okay. Gut, dann würde ich sagen, ja. Ab zum Steinbruch. So. Und mal schauen, ob wir jetzt mehr Erfolg haben. Oh, warte mal. Okay, das ist nicht das, was ich gedacht habe. Okay. Gibt es anscheinend nur für das eine. Ah! Ich springe auch so blöd, dass ich auch noch da reinspringe. Automatisch. Glaube ich. So, ah, okay, es geht im Hintergrund kaputt. Okay.
Nein, nein. Okay. Alles klar. Boah, das war knapp. Leute, das war knapp. Critical. Okay. Ja, das hat zu langsam, Beggy. Das geht dann wohl jetzt nicht, ja? Alles klar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal runter. Da unten glaube ich auch noch was. Bin mir nicht so sicher. Ach, doch, ja. Klar. Erfolgreich. Abenteuer. Okay. Amateurabenteuer. Trophäe erhalten. Nice. Immer her mit den Ärzten. Oh, da oben ist noch was. Die Musik ist jetzt interessant. Hat was. Kann ich das mit der Axt? Nein. Sprung. Monsterfossil erhalten. Aha. Ah, da ist halt auch was. Nee, okay. Also, okay, wir haben auf jeden Fall das Eisenerz. 7 von 3 sogar, also mehr wie geplant. Den Rest bestimmt bleibt bei mir. Können wir dann vielleicht immer noch gut gebrauchen. Aber es ist schön, dass man hier ein bisschen auch... Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Stardew Valley. Aber hier nur ein bisschen cooler. Also bis jetzt hat sich die 11 Euro echt gelohnt, Leute. Also, danke. So, ab zur Gasse und mal schauen, was ich da machen kann. Ich bin zurück. Das sollte genug sein, um den Ofen zum Laufen zu bringen, oder? Wow, du hast echt ein Auge für das Gute. Fräulein, diese Eisenerze sollten wunderbar sein. Ich schulde dir was. Hier hast du einen Stempel. Nice. Boop. So, Stempel erhalten. Levelaufstieg. Stadtaufstieg, denke ich eher jetzt. Ne? Schmiede wird bald eröffnet. Verstärkt deine Waffen und Rüstung und lass ihre Leistungen hier vom Spiel Tantara verbessern. Ladenbesitzer Tantara. So, Waffen reparieren bitte. Dann lass uns mal deine Ausrüstung reparieren. Wie klingt das? Kostenlos natürlich. Da du mir auch geholfen hast. So, das hört sich doch gut an. Das ist zu freundlich. Da bitte sehr, so gut wie neu. Nice. Wow, sieht sehr besser als neu aus. Habt ihr auch mal andere Waffen gekriegt? Diesmal wird dieser Felsbrocken nicht zuletzt. Also, diesmal wird dieser Felsbrocken nicht zuletzt lachen. Das solltest du dir nochmal überlegen, Fräulein. Felsbrocken wie die im Steilbruch können das Teil jedes Mal wieder zerbrechen. Was? Aber dann. Jemand hat den amtierenden Bürgermeisterin schon Bescheid gegeben, dass ein Felsbrocken den Weg versperrt, oder? Gib der Sache ein paar Tage und sie wird sich darüber gekümmert haben. Ich kann nicht ein paar Tage warten, ich muss einen Weg hindurch geben. Ich muss nur weiter darüber nachdenken. Oh, er ist wieder da. Interessant. Störe ich. Nanu, was für eine Überraschung. Der Typ aus dem Wald. Woha, okay. Das ist hier die Schmiede, oder nicht? Ich habe ein Schwert, das geschärft werden muss.
Hast du das gerade einfach aus einer Tasche gezogen? Nee, aus der Hose. Das ist ein echtes Stück Kunsthandwerk. Her damit, es wird mir ein wahres Vergnügen sein, es zu halten. Wo steckt er das denn hin? Ich brauche es möglichst schnell zurück, Freund. Caro, dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Wie ist es dir ergangen, Kumpel? Caro, dieser ehemalige Söldner zog die Aussicht auf Schätze zu dem. Zog die Aussicht auf Schätze zu den Ruinhügel. Er ist ein geschickter Kämpfer, der nur das Schwert in der Hand und den Münzen in seiner Tasche vertraut. Okay. Ein Känguru. Bin beschäftigt. Ein Freund von dir? Er ist ein Söldner aus meiner Heimatstadt. Hätte allerdings nie gedacht, ihn hier auf dir in der Gegend zu treffen. Ein Söldner? Hogan, erzähl doch gleich überall herum, was du so. Wärst du so freundlich? Hey, ganz ruhig, Kumpel. Ich freue mich nur, einen alten Freund zu sehen. Das ist alles. Was hast du mit so einem Schwert vor? Sag nicht, du hast vor, dich der Stadtwache anzuschließen. Nein, ich gehe runter in die Ruinenhügel. Nun, wenn du auf dem Weg die Hügel bist, solltest du Tsitsche begleiten. Was? Hä? Ich? Warum? Mein alter Kumpel und sein lächerliches großes Schwert machen vermutlich kurzen Prozess mit diesen Felsbrocken. Ach ja, stimmt. Ich habe kein Interesse daran zu babysitten, okay? Ist sie überhaupt schon an die Toiletten gewöhnt? Das ist. Babysitten? Ich bin erstaunlich erwachsen für mein Alter. Ich sage zu Hause alle. Das sagen alle zu Hause. Frag irgendwen. Und ich war bereits mit 1,5 Jahren sauber. Das hat mir meine Großmutter erzählt. Also fass dir das an deine eigene Nase. Was ist hier los? Irgendwas mit sauber? Hey, kriegt euch wieder ein. Die Leute fangen schon an zu reden. Bist du nicht ganz rein im Kopf? Du hast nicht ein Fünkchen Schamgefühl. Schamgefühl? Das habe ich zu Hause in meinem Schmuckkästchen gelassen. Steht mir momentan nicht. Wer hat schon mal was von einer Schatzigerin mit Schamgefühl gehört? Niemand. Schatzigerin? Sieht aus, als wärst du damit nicht sehr erfolgreich. Nun, das wird ganz sicher noch. Sie ist einfach nur ein wenig bescheiden. Das ist alles. Diese Göre, eine Schatzjägerin? Oh, wer kommt denn da? Ganz genau. Sie sagt, sie ist hier, um einen gigantischen Linse zu finden. Gigantische Linse, was ist das? Sie gehört mir. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Außerdem gibt es weit und breit keinen Schatz, den mein Clan nicht finden kann. Zu Hause gibt es ein Übungsritual. Ich muss einen Schatz finden, der größer als meine Vorfahren ist. Dann kann ich zurück. Mit 15 aus dem Haus und keine Heimkehr, bevor ich etwas Besonderes für mich vorzuweisen habe. Also, ich bin wirklich gut im Plündern geworden, habe meine Fähigkeiten geschärft. Mein Papst hat eine massive unbearbeitete Linse aus dem Bauch eines Monsters an Land gezogen. Also muss ich einen noch größeren finden. Einen, wie man sich nie zuvor gesehen hat. Ha, ein bunter Haufen, wie erwartet. Schroffer Ostländer, also. Also, diese Übergangsritual. Machst du das gerade? Jep. Also hatte ich recht, gerade erst an die Toilette gewöhnt. Hey, darüber haben wir doch schon gesprochen. Schon gut, beruhigt euch, ihr zwei. Kein Grund, sich so aufzuregen. Sie ist vielleicht nicht nach. Was? Sie
Sie sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber sieht ja, hier ist echt ein zäher Brocken. Als wir uns kennengelernt haben, durfte ich beobachten, wie sie einige Banditen Beine gemacht hat. Hat mich echt gerettet. Sie wird dich nicht aufhalten. Du hast mein Wort. CJ, wenn ich einen Partner bräuchte, und das ist ein großes Wenn, Freund, warum sie? Hier gibt es haufenweise Abenteuer, nicht? Wovon redet sie? Gigantische Linse. Ganz einfach, du solltest mich nehmen, weil es weit und breit keinen besseren Schatzjägerin gibt. Das ist der Grund. Du bist ganz schön vorlaut, nicht wahr? Na schön, Partner. Ah, so will ich das hören. Also nehme ich an, du entschuldigst dich, sag laut und deutlich, Chiche ist an die Toilette gewöhnt, seit sie anderthalb Jahre war. Wie bitte? Komm schon, Garo, du lässt deinen Stolz wirklich eine gute Partnerschaft im Weg stehen. Kopf hoch, keine Schande dabei. Ah, warum sollte ich? Uff, na schön. CJ ist an die Toilette gewöhnt, seit sie ja anderthalb Jahre war. Etwas lauter. Okay. Noch einmal zur Sicherheit. Ja. Nochmal. Okay. Das wird das nun geklärt haben. Da wir das nun geklärt haben, bin ich CJ. Freut mich, dich kennenzulernen, Caro. Sicher. Nun, wenigstens kommt ihr zwei inzwischen miteinander aus. Hier, dein Schwert ist bereit. Danke. Ich denke, wir haben genug Zeit verschwendet. Was meinst du? Komm. Geh voran. Garo ist der Gruppe beigetreten. Ah, ja. Angriff, DJ. Angriff, Garo, Dreieck, springen. Aha. Normaler Modus, Angriffstasten. Einfacher Modus, Charakter, Wechseltaste. Gelegentlich kann der Weg von dir durch einen großen Felsbrocken blockiert sein. Garos Großschwert kann einen kurzen Prozess damit machen. Also schlage dich durch und wage dich weiter auf Abenteuer. Wenn du diese Charakter genau zur richtigen Zeit tauschst, nachdem ein Angriff gestartet wurde, kommt es zu einer mächtigen Combo-Attacke. Im spaßigen Modus werden Combo-Attacken automatisch durch Angriffsfolgen ausgelöst. Setz das gezielt ein, um so viel Schaden zu verursachen. Aha. Normaler Modus. Kämpfe mit diesem intensiven, actionreichen Modus mit voller Kontrolle über Charakterangriffe. Der Modus kann jederzeit im Spieleinstellung geändert werden. Einfacher Modus. Gib deine Gruppe die Kontrolle in diesem Angriffsmodus mit einer Taste für Spieler, die ein einfaches Spielerlebnis wünschen. Der Modus kann jederzeit gewechselt werden. Okay. Ich will jetzt mal probieren. Erfolg freigeschaltet. Partner auf. Trophäe. Quest abgeschlossen. Ärger im Steinbruch. Wie wechsle ich? Oh. Okay. Gut, Leute, ich würde jetzt einfach sagen, das machen wir dann natürlich beim nächsten Mal. Wie tut man eigentlich jetzt wechseln? Das will ich jetzt wissen. Dreieck. Ach, hier bleibe ich wahrscheinlich mit der, aber draußen kann ich dann wechseln. Okay. Gut, Leute, ja, ich würde jetzt einfach sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und ja, dann haben wir jetzt auf jeden Fall den Steinbruch und den Schmied freigeschaltet. Und was als nächstes passiert, werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal erfahren. Somit, wieder schauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal, euer ChristianEngine3000. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, ein Support ist kein Wort. Ihr kennt's. Haut rein, bleibt gesund, bis bald. Ciao.